am 3. September 2023 werden wir neue Weichlaufrollen für den Drehstuhlparagraf vom großen Möbelhaus um günstigen Preis, ich glaube 8 Euro, montieren. Hellgrau sind die für Gummi- und Weichböden. Und hier haben wir die serienmäßigen aus harten Hartplastik. Das haben wir schon eine draußen aufgeschnitten. Im direkten Vergleich montieren. Gummi, obwohl das wirklich kein Gummi ist, sondern ein weicher Kunststoff. Die hellen und die dunklen serienmäßigen. So, die sind hier auf einem Stift nochmal drauf. Den haben wir hier rausoperiert. Den schönen Stift mit Splint zum Einrasten oben und die hier unten hinein in den Dings. Steckt man hinein, macht Klick und die gehen raus. Und wenn die zu dünn sein sollten, nimmt man einfach ganz normal ordinäres Klebeband. Ich nehme Papierklebeband, wickle das zweimal herum und die halten auch. So, also was brauchen wir? Zuerst mal unseren Drehstuhl. Ein besonders elegantes Exemplar. Dreht sich auch im Prinzip. Und den werden wir hinaufstellen, hinauflegen, dass wir leicht arbeiten können. Die beiden gehen wir mal durch der Seite. Unseren Patienten werden wir da hinauflegen. Vorsichtig, damit wir den Boden nicht zerkratzen. Hier arbeiten können. So, hier haben wir ein Loch. Da haben wir, wie schon erwähnt, die Originalen, die wir nicht wollen. Und die wollen die Dings. Die halten hier. Klick, gut. Upsidi, ist er hier runtergeflogen, war der da gar nicht mehr ganz drinnen. Dann müssen wir den mit dem Papier rausziehen. Weil er nicht ging. Wenn er nicht mit Papier rausgeht, braucht man kein Problem. Handwerker hat einen guten Rat. Die Zange. Und dann geht das sofort raus. Muss man ein bisschen schräg drehen. Damit wir nicht das Ganze hier mitnehmen. Und heraus ist er gerissen. Gut, dann bauen wir die hier ein. Das wird ganz leicht funktionieren. Aha. Drinnen ein bisschen anklopfen und funktioniert. Das war's.